herzlich willkommen beim ultimativen Bösen. Dungeon 2, neue Folge, neues Böses. Wir haben die nur zwei, okay. Nein. Ja, komm jetzt, Manu. Einer niedergeschlagen. Hier komme ich ja nicht hinten hin, oder? Nee. Ah, ich hätte einen Trollbrauch gebraucht, um die Falle aus. Stimmt. Naja. So. So. Damit die auch wirklich nicht mehr im... Ereignis. Was? Ach so. Ach so. Ja. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ja. Immunität gegen Fallen. Ah, okay. So, jetzt müssen wir warten, bis die Mana wieder aufgebaut ist und gehen unterdessen dahin. In eine leere Schatzkammer. Haben wir hier unten eigentlich noch zwei von denen, keinen von dem, drei von denen? Perfekt. So muss es sein. Wollen wir die wirklich so weit nach hinkommen lassen? Nein, wollen wir nicht. So. Mal schauen, kann ich hier noch eventuell... Oh ja, ich kann. Damit ich hier noch einen Heiler erstürmen kann. Weil der wäre natürlich schon extrem wichtig. Ich habe ein Level 1 da oben. Halleluja. Habe ich Mut. Komm schon. Tu es. Der Dungeon der Trolle machte einen unersprießlichen Eindruck und stand klar unter dämonischer Präsenz. Dennoch zog die Horde furchtlos weiter in ihr Verderb, ich meine in den Untergrund. Wie soll etwas erforscht werden, wenn keiner erforscht? Mann, oh Mann, oh Mann. Kommt da jetzt auf den zweiten Platz, Mensch? Ja, endlich, danke. Gimmicks, also ich finde es recht interessant, dass sie die Entwickler wirklich jedem einen Namen gegeben haben. Talrasa am Assen. Es ist Zahltag. Hä? Habe ich jetzt? Oh, ich habe. Gut. Danke. So. 1, 2. Jupp. Und die anderen zwei, die drei, wo wir die hier noch haben, die könnten eigentlich auch mal was etwas für sich tun. Hey. Die müssen da nicht so unendlich viel irgendwelche Sachen produzieren. Und ihr da, die
werden wir, glaube ich, nicht zum Trainieren schicken. Nee. Würde ein bisschen Training euch auch nicht schlecht, euch schaden, ne? Okay. Ja. Gut, die trainieren und ihr wart. Ihr habt alles wieder voll. Sehr gut. Ich brauche, glaube ich, einen Goblin. Nee, also, nee, so ein Schnodderling. Die waren ja gar keine. Das war ja gar keine Gefahr. Mann. So, wieder mal alle auffüllen. Man weiß ja nie, was hinter der nächsten Tür lauert. So. Meine anderen, die kämpfen, die trainieren, ja, genau. So. Genau, alle nur drauf. Mann, oh Mann, oh Mann. Die Kreaturen des forschungssüchtigen Bösen hatten eine Chaosschmiede entdeckt. Hier produzierten Trolle mächtige Verbesserungen für die gesamte Horde. So etwas würde sich auch in seinem Dungeon gut machen. Nicht genug Geld. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Oh Mann, oh. Trainiert, trainiert. Sehr gut. Trinkt Bier. Trinkt Bier. Ja, ihr könnt auch trainieren, ne? Also, liebe Freunde. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Training schadet euch nicht. Und hiervon habe ich keinen. Ach, davon. Jojo. So. 1500 Gold brauchen wir. Also los, 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 meine Freunde, los. Ja, ich weiß, die Schatzkammer ist auch ziemlich weit weg. Und er verliert so viel Gold. Es war mehr als rätselhaft, was es mit den Dämonen hier auf sich hatte. Welches Ziel verfolgten sie? Und warum war Gandeldor mit ihnen im Bunde? Gandeldor. Ich weiß nicht, ob die wirklich das Gold hier verlieren oder ob das einfach nur Animationen sind. Ich hoffe nicht, dass die Geld verlieren. Tacken. Mal was ausprobieren. Hallo, ihr könnt. Hallo? Hier? Nein? Ne, das sind immer noch 40. Also die verlieren dann grundsätzlich nichts. Außer halt eben Zeit. So. Kommt schon, ich will dieses heiße Schmiedefeuer erforschen. Dazu brauche ich euch dafür. Kommt schon. Bisschen Gold wäre nicht schlecht. Jetzt habt ihr eine Schatztruhe hier links, rechts, weiß nicht wo. Come on. So, dankeschön. Jetzt brauchen wir nur noch ein, drei, vier. So.
Brauchen wir nur noch dich. Jetzt hockst du hoffentlich an der richtigen Maschine. Dankeschön. So ist es doch fein. Oh, ich habe eine Chaos-Schmiede. Wie geil ist das denn? Aber ich habe kein Geld. Ach, komm schon. Es ist Zahltag. Mühelos errichtete das forschungssüchtige Böse eine Chaos-Schmiede, in der alsbald eingefangene Trolle die Ausrüstung der Horde zu verbessern haben würden. Damit eine Chaos-Schmiede auch wirklich genutzt werden konnte, war es vonnöten, ein Arbeitsgerät zu errichten, was das clevere Böse selbstverständlich auch sofort in Angriff nahm. Natürlich, ich bin schon dran. Brauchst du erstmal Platz? Na hopp. Also eigentlich brauche ich Geld. Oha. Ungenießbar und erhöht nebenbei noch ihre Lebenspunkte. Hä? Ja gut. Eine anatomische Skizze macht euren Goblins klar, wo sie zu... Ach, ich sollte mal zuerst sowas bauen, ne? Das Arbeitsgerät in der Höllenschmiede war errichtet und der Raum bereit. Nun konnte das ultimative Böse hier nach Herzenslust bösartige Ausrüstungsverbesserungen anfordern und erforschen lassen. Was muss hier rein? Ein Troll, oder was? Also wer muss da rein? Wer macht das? Machst du das? Nö. Nö. Kann ich? Nö. Das ist ein Goblin. Was muss denn da hin? Die Truppen des ultimativen Bösen durchsuchten weiter den Dungeon der Trolle. Auf welche schrecklichen Geheimnisse würden sie hier nur stoßen? Wo ist mein Thronsaal? Hallo, wo bin ich? Okay. Ach da. Ah. Das sind Trolle. Jo. Ich kann nur einen Troll anheuern. Naja. Jetzt hätten wir das auch. Oh. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Naja. Das schaffen unsere Krieger schon. Einen Heiler haben wir ja jetzt. So, mal schauen, was wir noch so mitbekommen hier. Im einstigen Dungeon der Clan-Chefs stieß das unsagbare Böse auf einen weiteren dämonischen Kristall, der die Oberfläche mit einer heimtückischen Aura versah. Es stand fest, dass auch dieses Ding zerstört werden musste. Natürlich. Bin ich schon dran? Der eine geht gleich knapp am Tode vorbei, merke ich hier gerade. Alter Schwede. Wow. Der zweite dämonische Kristall wurde durch die Horde zerstört und gab einen Bereich der Oberwelt frei.
Dadurch öffnete sich ein weiterer Zugang vom Dungeon der Clan-Chefs zur Oberwelt und bot der Horde eine schnelle Reisemöglichkeit. Ja. Zudem konnten sich die Felsenwerfer aus dem Bann befreien und zögerten nicht, sich der Horde anzuschließen. Das wird meinem Herrn nicht gefallen! Welchem Herrn? Das wahre Böse wird euch zerreißen! Das wahre Böse ist unser! Das wahre Böse bin ich! Die Stimme des offenbar korrumpierten Magiers dröhnte über das Schlachtfeld. So. Er schien sich selbst für einen Diener des Bösen zu halten. Doch diente er dem falschen Bösen. Und das würde die Horde ihn alsbald lehren. Ja. Leider hatte der dämonische Kristall nicht den Zugriff auf bestimmte Bereiche der Außenwelt ermöglichen können. Das abermals erforschungswillige Böse sah sofort, dass das Lager der Helden an der Oberfläche angenehm nah an dem Kristall lag. Dies würde sich eventuell ausnutzen lassen. Es war an der Zeit, mit dem Lager aufzuräumen. Aha. Natürlich waren auch die abtrünnigen Dämonen und die Allianz keine Freunde. Deshalb tat sich ein weiteres Portal ganz in der Nähe des Lagers auf und Dämonen strömten daraus hervor. Schon bald tobte ein erbitterter Kampf zwischen den beiden Parteien. Dies konnte eine gute Gelegenheit sein, sich als der lachende Dritte zu präsentieren und mit dem geschwächten Lager der Allianz den Boden aufzuwischen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Aber ich komme doch da gar nicht rein. Was ist denn da? Hier komme ich nicht rein. Wo rennt denn hier hin? Hätte doch auch hier runter können. Ja, okay, die kommen nicht rein und wir kommen nicht raus. Dann müssen wir doch wirklich hier durch. Hier hinten durch. Vielleicht hier. Ich verstehe. Nur halb. Mano. So, haben wir eigentlich... oben, ne? Haben wir eigentlich hier noch nicht. Mann, bist du langsam. Hätten wir jetzt kein Geld. Klingt wie der Weihnachtsmann. Entschuldigung. Ich meine, wenn kein Geld reinkommt, kann ich auch nichts machen, ne? So. Bitte schön, alle hier hin. Warte mal. Da kann ich doch jetzt die da hinschicken. Sollten eigentlich. Zum Ereignis. So.
Eingraben, ne, 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 ne. Starker Troll. Die Frage ist, wo der Troll ist. Wo ist der Troll? Schmiedet. Schmiedet? Schmiedet. Na dann, hopp, hopp. Kann momentan nicht ausgeführt werden. Oh, schade. Ihr habt nicht genug Bösartiges. Zeigt euch an, wie viel Bösartigkeit ihr gesammelt habt und wie viel Bösartigkeit ihr für die nächste Stufe... Was ist denn Bösartigkeit? Hauen ist nicht bösartig. Was ist denn... Wie kriege ich denn Bösartigkeit? Na, Stufe benötigt. Ja, cool. Noch nix. So, okay. Ich kümmere mich zuerst mal um die Tierwelt. Oh, gleich flambiert. Wunderbar. Ey, warte mal, um die geht's. So. So. Jetzt wird der eine oder andere sicher sterben. Was schießen denn die Steine? Sehe ich keine. So. Das auch gehört mir. Uns. Das Lager der Allianz hielt in etwa so lange Stand wie eine Herde Schafe bei einem orkischen Familientreffen. Als Bonus sozusagen tat sich ein Plateau auf, das sehr nahe an dem dämonischen Kristall lag. Vielleicht könnte hier ein Trollfelsenwerfer nützlich sein. Von seinem Plateau aus konnten die Kreaturen des unerfreuten Bösen das unnatürliche Pulsieren eines dämonischen Kristalls erblicken. Dieser Kristall befand sich an der Oberfläche und man konnte ihn nicht erreichen, ohne seiner Macht zu verfallen. Glücklicherweise hatte das dem Missionsverlauf folgende Böse erst vor kurzem die Troll-Felsenwerfer rekrutiert. Eine derartige Einheit konnte sich eingraben und so vom Plateau aus den Kristall angreifen. Ah ja, okay, und jetzt? Eingraben und so den Ausgraben. Ach so, scheiße. Na komm. So und euer Thronsaal wird angegriffen. Mit ihren gewaltigen Felsen zerschmetterten die Trolle den dämonischen Kristall und bereiteten so der Aura ein Ende. Die sind ja geil. Die Horde marschierte wieder. Ich hab doch hier... Das wirst du büßen! Das wahre Böse ist nicht aufzuhalten! Euer Thronsaal wird angegriffen! Das sehe ich gerade, ja. Alter! Ja, super. Mein Herz! Oh.
So, die haben sie unter Kontrolle. Sehr gut. Ihr greift. Na komm jetzt. Das geht nicht mehr, ne? Schade. Schade. Hier komme ich runter. Da dumm. So. Ach Gott, die Zeit rennt und rennt und rennt. Ist unglaublich. Trollologe. Ich frage mich nur, wie du schmiedest, hä? Ja, gut. So, liebe Freunde, während dem das hier alle noch aufgeladen werden, werden wir sehen, wie das Gute in der nächsten Folge hoffentlich zerstört wird. Bis dahin, bleibt tapfer und bis dann. Ciao, ciao.